Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Bob Story mit Bob Brickman und Brick Story. Yeah. Ich bin ein bisschen weit weg wahrscheinlich. So, ich komme ran hier. Du bist selber weit weg. Du kannst auch eigentlich gleich. Egal. Also ganz kurz, falls diese Episode heute einen Beigeschmack haben sollte, liegt das daran, dass ein gewisses DHL-Paket nicht angekommen ist. Ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt gerade kurz nach 22 Uhr. Bei mir heute Morgen. Ich stehe auf, Tag ist mega happy. Heute sollte ein Paket ankommen, auf das ich lange gewartet habe. Ich denke mir so, okay, jetzt gucken wir uns kurz an und erzähle ich gleich weiter. Das denken wir uns. Kurze Mission, fertig. Level abgeschlossen. Oh, nice. Wir fliegen. Wir fliegen da habe wieder. Ich wieder Bock drauf. So. Erstmal irgendwelchen blauen Pfeilen hinterher. Ja. Ein Dreieck. Ja. Das ist ein Dreieck. So, jetzt muss ich mal kurz am Controller gucken, wo das Dreieck ist. Da ist das Dreieck. Das ist wieder beim Thema. So, let's go. Let's go. Was war das jetzt? Ah, ich muss leider runter. Okay, perfekt. Du hast auf jeden Fall schon mal viel zur Mission beigetragen. Ach, du bist also schon wieder da. Ja, ich will doch nur ein bisschen hier. Guck mal, siehst du allein an den Münzen. Ich glaube, an den Münzen kann man ganz gut erkennen, dass du eine Null bist. Ich muss irgendwie runterkommen, aber ich weiß nicht wie, weil ich gerade raufgeflogen bin. So, wow. Ja gut, du regelst das mal. Ich fliege hier ein bisschen durch die Gegend und guck, ob ich hier vielleicht doch noch irgendwie runterkomme. Danke. Das, was ganz hilfreich eigentlich wäre. War nicht hier irgendwas zum Runterfliegen? Ich glaube, die Let's Plays, seitdem wir die zusammen aufnehmen, sind einfach länger als damals, als ich noch alleine aufgenommen habe. Nee, auf gar keinen Fall. Wie kommst du denn da raus? Ah, ich verlasse die Missionszone. Perfekt. Hey, ich komme da nicht mehr runter. So, das ist doch mal ein guter Start für dieses Level, würde ich sagen. Ja, oder? Du machst das gut. Du machst das Ach, gut. Da hinten ist so ein Dreieck. Ich mache ja eben unten die Mission fertig. Ja, ja, ich auch. Und die Münzen gönne ich mir auch noch. Ah, guck mal, hier braucht man Droiden. Nein, ich bin nicht mal so rangeflogen, dass ich Dreieck drücken konnte. Ich zoome jetzt einfach nur auf deinen Screen rauf, wenn ich es cutte. Ja, genau. Ja, also wir müssen hier gerade diese Turrets zerstören. So, wo ist die dritte? Mhm. Ich. Ach, guck mal, die dritte Turret ist da drüben. Da muss ich nochmal hier umsteigen. Wahrscheinlich Dreieck. Guck mal, ich lande. Uiuiui. Mashallah. Das wirkt einfach so falsch, wenn du das sagst. Boah, guck mal, wir haben die Kanonen zerstört und das ganze Schiff stürzt ab. Beziehungsweise, eigentlich stürzt ja gar nicht ab. Kann man die Dinger schrotten? Nicht, oder? Die schrotten eher mich. Ja, die schrotten mich. Aber was gut ist, ich kann keine Münzen verlieren, weil ich nämlich null Münzen habe. Siehste, das ist das richtige Investment. Oha, jetzt hast du noch welche. Boah, du hast ja sogar richtig viele auf einmal bekommen. Ja, und hier, guck mal, direkt am Mission machen. Den Mace Windu Ball angemacht. Ja? Ja. Immerhin. So, jetzt gucken wir mal. So, alles hier freien. So. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier irgendwie Sanitäter sind oder sowas, weil wegen dem. Weil roten, was? Guck mal, wir landen immer beim Roten Kreuz. Oh mein Gott. Es war kein Scherz, das war jetzt nur eine These hier. Achso, das war eine ernsthafte. Ich dachte, das wäre irgendein schlechter Flachwitz wieder gewesen. Nee, ich wollte hier nur Unterhaltung stiften, genau. Aber, was ich erzählen wollte, mein Paket, genau. Ich habe auf ein richtig wichtiges Paket gewartet. Da muss ich mich jetzt noch drüber aufregen. Da habe ich auf ein richtig wichtiges Paket gewartet, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Und dann stand da bis 22 Uhr.
Ich bin den ganzen Tag aufgeregt, ja, wird schon noch kommen. Und stehe die ganze Zeit vor der Tür, gucke die ganze Zeit, klingel und so weiter. Und es ist einfach immer noch nicht da, obwohl wir nach 22 Uhr haben. Sehr belastend. Ja. Man muss dazu sagen, du hast mich schon gestresst, dass ich heute Morgen, als du noch nicht da warst, darauf achte, dass der Postbote vorbeikommt. Kann ich mit dem schon was abballern? Wobei ich auch einen Ablageauftrag eigentlich habe, aber man kann nicht sicher genug sein bei diesem Paket. Naja. Naja, ich werde gestorben, perfekt. Ich werde da wahrscheinlich noch irgendwas machen müssen, oder? Kann ich schon was abschießen? Sieht nicht danach aus. Nö. Ich lande noch mal Ich glaube, man kann damit noch nichts abschießen, aber vielleicht kommt es gleich noch. Aber da war eigentlich auch nichts mehr zu tun. Bei dem anderen roten Kreuz warst du schon, oder? Ja, es gibt ja auf der anderen, der hat ja zwei Seiten, der Sternzerstörer. Ich bin gerade auf der anderen Seite. Aber bei dem, wo du gerade bist, war ich auch schon, ja. Okay. Mysteriös. Wieso mysteriös? Ja, weil ich nicht weiß, was ich jetzt abschießen soll hier. Naja, du musst halt gucken. Guck mal hin. Zack. Rein da. Und jetzt müssen wir wieder die silbernen Kanönchen zerstören. Ich bin ja echt gespannt, wie das wie das neue Game wird. Vor allem kann ich da auch storyline-technisch was einordnen. Das hat riesen Vorteile. Ja, sag's dir. Du könntest ja auch einfach Clone Wars angucken. Ich sag's dir, du wirst es nicht bereuen. Wie viele Jahre muss ich da durchschauen? Naja, du musst halt 7 Staffeln durchgucken. Und die Folgen sind aber nicht lang, nur 20 Minuten, glaube ich. Wie viele Folgen gibt es pro Staffel? 20? Ja gut, das ist schon. Es kommt auf die Staffel drauf an. In der letzten Staffel sind es nicht mehr so viele. Ah, die eine Rakete. Ah, guck mal, jetzt müssen wir nämlich nach oben. Dann kann ich mal wieder einsteigen hier. Bis jetzt habe ich sehr viel beigetragen, würde ich sagen. Ja. Bist du auch so, oder? Ja, definitiv. Ich werde dann nochmal die Dinger auftanken da hinten. So, let's go. Hast du... Da vorne konnte man noch nicht landen, ne? Nee. Ah, da bist du ja. So, ich fliege jetzt dir hinterher. Das ist jetzt mein Ziel. Dann habe ich vielleicht eine Chance, irgendwas richtig zu machen. Oh, Ehre, dass du es wenigstens zugibst. Ja, ja, das ist ja kein Geheimnis mehr mittlerweile. Ja, jetzt sind wir auf der oberen Ebene. Und jetzt gehen wir in die Brücke rein. Ah, das fand ich als Kind immer so cool. So, landen. Ah nein, jetzt sind die Torpedos wieder weg. Wo bist du denn jetzt? Ah, da bist du. Ah ja. Let's go. Los, da geht's. Zu dir. Guck mal, jetzt sind wir hier in dem Menübereich drin, weil das Menübereich ist auch in der Brücke drin. Ah, okay. Oh, ich dachte, das wusste. Aber das ist bestimmt voll erleuchtend für dich. Ja, das deshalb, war erleuchtend. Deshalb, guck mal, den Aufzug, den nimmt man, dann geht man runter und dann ist man quasi im Sternzerstörer drin oder im Benator drin. Gut, okay. Ja, sehr nice. Tja. So, jetzt haben wir den Schalter angemacht und dann ballern wir da in das Control-Ship rein. Verstehst du, das ist die Taktik? Hervorragende Taktik. I know. Ah, jetzt kommen neue Sternzerstörer, neue Separatistenkreuzer. Oh, hier gibt's ordentlich Münzen. I like it. Ich sehe auch wieder keinen Münzenunterschied zwischen uns beiden grundsätzlich, oder? Nee. Also alles relativ ähnlich. Ey, du klaust ja noch meine Münzen hier weg. Eieieiei. Ich lass ja mal das Zerstören machen und ich hole einfach nur die Münzen. Das läuft hier immer so ab. Hier ist noch ein Automaten, den müssen wir mitnehmen. Los geht's. So, gehen wir wieder rauf. Hier können wir vielleicht noch was zerstören und dann was bauen. Aber ich glaube, das war für Dings. Weil hier kann man ja... Hier ist hat das jetzt eigentlich was gebracht oder haben wir nur Sachen zerstört? Willkürlich. Nee, wir haben doch gerade die Booster angemacht, siehst du? Ach, hervorragend. Ja, genau. Und jetzt geht's ab. Ich wollte nur prüfen, ob du auch verstanden hast, was wir gemacht haben. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. So, jetzt geht's hier runter.
Ich habe einfach deinen Jet genommen und du hast gar nicht gemerkt. Stört dich gar nicht, schade. Ah, das Minikit hast du gesehen? Ja, da oben drauf. So. Müssen wir runter jetzt? Oder was müssen wir machen? Nee, ich schätze mal, jetzt kommen diese Torpedos da rein. Guck, siehst du, jetzt sind da die lila Pfeile. Die müssen wir jetzt bestimmt... Ach, da müssen wir erst aufladen und dann abschießen, oder was? Genau. Das heißt, wir müssen erstmal Plattform wechseln. Kommt das hin? Ja, genau. Ich bin ja schon oben. Ja, wie findest du diese Dreiecksdinger so schnell? Naja, ich weiß halt, dass sie da hinten sind. Ja, woher weiß man das? Ist das jetzt eine Allgemeinbildung? Weil du am Anfang nämlich mit den Dingern hochgegangen bist. Das fand ich eigentlich relativ obvious. Jetzt lade ich mal auf und jetzt fliege ich dir einfach hinterher. Ja, wir brauchen aber nicht beide dahin zu gehen. Du kannst mal ins Innere gehen und dir die silbernen Kanonen abschießen. Ah, egal. Hast du das nicht gerade eben gemacht? Ja, wir müssen es nochmal machen. Guck, das sind ja wieder zwei neue. Guckst du eigentlich die Szenen, wenn die, wenn die sagen, was gerade passiert? Ja, aber die reden ja nicht mal mehr. Dann kann ich ja. Oh, da war so ein Dreiecksteil. Hey! Ja, genau. Da, nein, nein, nicht. Du musst ja nicht hoch. Du musst. Ach, ich dachte, aber jetzt bist du wieder oben. Nein. Jetzt fährst du wieder nach oben. Ich dachte, ich müsste hoch. Nein, du musst hier in den Dings rein. Du hast ja gerade auch nicht zugeguckt, was ich gerade gemacht habe. Wir sind echt runter. Schon so wie so ein altes Ehepaar. Ich glaube, ich fliege wieder runter. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn meine Oma meinem Opa irgendwas erklärt, wie er die Kartoffeln schneiden muss. Ja, das kann ich. Und mein Opa das einfach jedes Mal wieder anders macht, als er es eigentlich wollte. Oh! Ach so, man muss gar nicht umsteigen, ist genau so. Na, let's go. Let's go. Los, da geht's. Was mache ich denn jetzt mit diesen lilanen Bällchen da hinten drauf? Ich glaube, das kann dir jeder Zuschauer jetzt besser in die Kommentare schreiben. Also du bist der geborene Let's Player. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, die lilanen Bällchen haben wir vorhin schon benutzt, um die Kreuzer vorher schon mal zu zerstören. Ja, so schnell bin ich ja nicht. Und das habe ich aber vorhin schon gemacht. Jetzt müssen wir die silbernen Kanonen, die da noch sind, an dem Sternenzerstörer zerstören. Und das geht wo genau? Das geht hier drin. Da, wo man landen kann, bei den roten Kreuzen. Eieiei, ach, das ist aus der Missionszone raus. Ja, ist ja chill mal hier. Ich gehe ja wieder zurück in die Missionszone. Also was? Gut, dass wir nicht in echt in Star Wars sind. Sonst... Also das wäre ja belastend gut, für mich. Ja, jetzt habe ich gerade das andere Schiff zerstört. Also du bist genau rechtzeitig. Jetzt gibt's Kuchen. Jetzt kann ich nichts mehr machen? Nee, doch, ich schätze, wir müssen nochmal nach oben und den Booster nochmal anmachen. Weißt du, woran das liegt? Woran? Weil wir jetzt 2 Wochen Pause gemacht haben. Daran liegt das. Ich bin einfach komplett aus der Übung raus. Welche Übung? Ich war so gut zwischendurch. Ich habe nur noch gecarried. Jetzt bin ich halt einfach aus der Übung raus. So ja. Ist das. Ach, guck mal, ich kann hier sogar mit dem Dings rumlaufen. Ja, du musst mich instruieren, was ich zu tun habe. Ja, nach oben fliegen. Jetzt doch wieder. Und wenn ich oben bin, ist wieder falsch. Genau ja, so läuft das ab. Weil ich schneller oben bin als du. Ja, ich finde ja keine Dreiecksteile. Ich fliege 2 Meter und habe ein Dreiecksteil. Das ist wieder, das Spiel cheatet. Ja, genau. Das verändert immer die Position der Dreiecksteile. So, kann man hier drüben landen? Nee, kann man nicht landen. Das muss man ich finde keine Dreiecksteile. Siehst du, wo ich bin? Nee, Mann, oben. Natürlich bin ich oben. Ich sag dazu nichts mehr. Oh Mann. Also ich hoffe, dass... Ich habe legit nichts beigetragen. Ich hoffe, dass zu diesem Zeitpunkt noch Leute zugucken. Ich zoome einfach, ich cutte nur rein auf deinen Screen. Ich lasse einfach nur dein vergrößert laufen. Deine Stimme schneidest du auch noch raus. Ja, genau. Ah, das ist Minikit, aber das kann man nur mit Jar Jar Binks, glaube ich, holen. Oh, da war ein Dreiecksteil. Oh, wow. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Ich habe noch versucht, das Minikit zu klären, aber das läuft genauso gut, wie wenn ich vorne klären will. Oh. Oh, es ist nice befriedigend, wenn ich hier das Licht schwettert. Oh. Muss ich landen? Ich lande mal. Hier waren wir doch gerade eben schon. Ja, guck, hier siehst du, auf der anderen Seite ist jetzt hier noch ein Schalter. Und hier sind Droiden. Kann ich jetzt mal den Schalter drücken? Ja. Jetzt geht der Booster nämlich nochmal los und wir fliegen in das Schiff rein. Aber ich bin eigentlich noch an Bord.
Ich bin noch an Bord. Achso, nee, jetzt bin ich auf einmal in Rettungskapitän. Oh Mann, ich hätte so gerne Admiral Yularen-Figur. Oh, wir haben V19 Torrent. Uhu. Goldene Steine 11 von 10. Ach, von 130. Story fortsetzen. Also jetzt kommt nochmal ein kleiner Abschlussclip. Ach nee, jetzt kommt kein Abschlussclip. Damit war es soweit für diese Folge. Das wusste ich natürlich. Und hier findet ihr noch weitere Folgen zu Lego Star Wars oder auch zu anderen Videospielen. Bald kommt auch das neue Lego Star Wars Game raus. Das heißt, werden wir auch spielen. Freut euch da drauf. Möge der Stein mit euch sein. Oha. Du hast es dir einfach gemerkt. Ich hab's gemerkt und du hast es auch gemerkt, dass ich es gemerkt habe. Ja, also von daher, ciao, ciao.